Willkommen zu fitzuhause.net. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die richtigen Einstellungen am Ergometer vornimmst. Viel Spaß dabei! Ein sehr entscheidender Faktor ist natürlich die Höhe des Sattels. Ein zu hoher Sitz kann zu Problemen im Knie führen, aber auch eine zu niedrige Sitzposition kann ebenfalls zu Schwierigkeiten im Kniebereich oder auch im Rücken führen. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie du deine richtige Höhe ausmessen kannst. Dafür legst du deine Ferse auf dem Pedal ab. Wenn dein Bein durchgestreckt ist, ist es genau die richtige Sitzposition, wie es jetzt hier bei Freddy zum Beispiel der Fall ist. Jetzt kannst du mal richtig trainieren, also genau. Wenn jetzt der Fußballen in der Pedale ist, ist das Bein noch leicht angewinkelt. Kannst du einmal kurz stehen bleiben? Genau. So, jetzt sieht man, ist es noch leicht angewinkelt. Dann ist es genau richtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich noch die Sattelneigung. Dafür kannst du einmal absteigen. So, die Sattelneigung muss waagerecht sein. Hier, das kann man jetzt sehen, die ist genau waagerecht. Das kann man mit einer Wasserwaage ausmessen und einfach gucken, ob es waagerecht ist. Also die richtige Einstellung ist immer waagerecht. Ansonsten kann es auch zu Problemen im Gesäßbereich führen. Und das ist natürlich immer unschön, wenn man über einen längeren Zeitraum trainiert. Genau, dann gibt es natürlich noch, kann man noch ein paar Fehler machen, vor denen wir euch unbedingt warnen. Und zwar, Freddy steigt auf einmal rauf. Und zwar einmal die abgeknickte Hand. Das sollte man auf keinen Fall machen. Du kannst sie oben mal anfassen. Genau. Und darf man gar nicht machen. Wir blenden davon jetzt nochmal ein Bild ein. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Die Handgelenke sollen immer durchgestreckt sein. Das ist sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die aufrechte Sitzposition. Das heißt, wie Freddy es jetzt schon richtig macht, so ist es genau richtig. Aber man sollte jetzt keinen Buckel machen. Genau. Also, das sollte man auf jeden Fall vermeiden, weil es, genau, zu Problemen im Hüftbereich, aber auch im Rücken führen kann. Dann gibt es noch eine Auswahlmöglichkeit, und zwar, ja, wie du sitzt. Du kannst nämlich auch eine sportlichere Sitzhaltung einnehmen. Das kannst du machen, indem du einfach die Lenkereinstellung hier veränderst. Da kannst du einfach hier dran drehen und dann den Lenker ein bisschen weiter nach vorne machen. So, Fred, jetzt kannst du nochmal anfassen. Genau. So, und jetzt ist es schon deutlich sportlicher. Ja, kannst aufhören. Gut, das waren auch schon alle Einstellungen, die man am Ergometer vornehmen kann. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Training.